Hochschule ist keine Ausbildungsstätte, Hochschule ist eine Bildungsstätte, um Persönlichkeiten zu bilden, die in jeder Hinsicht als Vorbilder in dieser Gesellschaft auftreten können. So, und es gibt ja diesen wunderbaren Film von Erwin Wagenhofer, Alphabet, über die Probleme, die er so sieht mit der Bildung. Und er sagt, ich habe diesen Film, hätte ich ja nie drehen wollen. Und den habe ich ja nur deshalb gedreht, weil ich vorher zwei andere Filme gedreht habe. Der eine heißt Let's Feed the World. Und da zeigt er, wie im Augenblick unsere Nahrungsmittelproduktion aussieht. Und der andere heißt Let's Make Money. Und da zeigt er, wie unsere Finanzsysteme aussehen. Und in beiden Fällen hat er, ohne das zu wollen, festgestellt, dass die dafür Verantwortlichen die Absolventen unserer heutigen Hochschulen sind. Das heißt, dass es überhaupt in unserer Nahrungsmittelproduktion so furchtbar werden konnte und in unserer Finanzwelt so furchtbar werden konnte, dafür sind unsere Bildungssysteme verantwortlich. Und das war der Grund, weshalb er dann in die Schulen gegangen ist und hat gefragt, was machen wir denn da überhaupt? Was ziehen wir denn da als Bildung groß? Menschen, die sich auf Kosten von anderen bereichern, Menschen, die gewissenlos mit anderen Lebewesen umgehen, Menschen, die gewissenlos ihre eigenen Interessen auf Kosten von anderer vertreten? Ist das die Qualifikation, die man in einer Hochschule erwerben darf? Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen. Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen. Alles Dreck, alles Mist, deshalb spitz ich meinen Stift. Viele Menschen wären zick, Mann, was soll der ganze Shit? Du willst frei sein, suchst dein Glück, doch dein Wunsch wird unterdrückt. Mit dem Stiefel im Genick, damit du dich noch weiter bückst. Mach dich doch mal nicht verrückt, komm und spar den bösen Blick. Drück den Rücken erstmal durch und such dir Trost bei deiner Chica. Sei nicht irgend so ein Lorsch und schon gar kein Faktenchecker. Noch ein weiterer Konflikt und ich zieh den roten Stecker. Alles scheiße, alles zick, von der Missbildung gefickt. Einbildung ist auch ne Bildung, doch kein höheres Geschick. Kannst du knicken, Tick-Tack. Ich hör die Bombe, wie sie tickt. Guck, die Zeit läuft uns davon, hab den Zeiger fest im Blick. Ich war neulich kurz im Netz, hab so ein paar Bilder angeklickt. Auf dem einen war so ein Genick, auf dem anderen war ein Strick. Hab mich leider nicht gekickt, bin dann friedlich eingenickt. Als ich wieder aufgewacht bin, Dicker, richtig klare Sicht. Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen. Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen. Jacqueline ist angepisst und wirklich fertig. Sie hat die vierte fertig und will mit Bibi auf die Hauptschule gehen. Aber ihre Eltern haben eine akademische Laufroute vorgesehen. Sie soll Lehrkörper werden und auch mal da vorne stehen. Aber nix da aus, die Maus. Solange du die Füße unter der Schulbank hast, wirst du konditioniert und gut angepasst. Das Bildungssystem bittet zum geistigen Aderlass. Das fängt doch schon bei den Gebäuden an. Nicht gerade die kinderfreundlichsten Räumlichkeiten, auf die man sich freuen kann. Weil nur Eltern können, was keine Betreuung schafft, ist es zu vergleichen mit Beugungshaft. Jedes Kind auf der Welt kann einen Käfer zerbersten. Kein Wissenschaftler der Welt kann einen herstellen. Am ehesten entwerten wir die Missbildung mit der Lichtfindung im Herzen. Am besten fangen wir an, alle Richtwerte zu verwerfen. Aber das haben wir doch immer so gemacht. Und wieder werden gesunde Kinder in die Missbildung gebracht. Ha, jetzt haben wir den Salat ohne Kohlenhydrat. Der Codex ist Rolex und nicht mehr C6H12O6. Bildung ist misslich, nicht richtig benotet. Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen. Ich will doch nur chillen, mir keine Rübe machen, mich dreist belügen lassen von so trüben Tassen. Alles halb so wild, kann da nur drüber lachen. Doch ich bin nicht gewillt, mir da ein Bild zu machen.